Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Jeden Morgen dasselbe mit dir. Oh, Rudi, du bist ja auch da. Nee, sagte ich doch gerade. Das wollte ich jetzt mal wissen, ob du dich noch erinnern kannst. Ja, sorry, ja. Schwierig, ne? Debilität, die findet man ja woanders. Ja, der eine Opa ist abgetreten, der andere Opa muss sich noch im amerikanischen Volk als ein solcher erweisen, inklusive Meinst du diesen Trump abgetreten. oder wie der Typ heißt, den Donald? Ja, der kriegt ja jetzt Unterstützung von so einem jungen Dynamiker, Musk, der will ja mit in die Regierung. Diese Autobauer, diese Leuchte der Ökologie, die jetzt mit einem Klimaleugner zusammenarbeitet, oder? Das kann ja nur gut gehen. Aber egal, er wird es ja nicht werden. Ja, das wollen wir mal schwer hoffen. Ja. Ich meine, der Musk ist schon ein politisches Genie. Ich meine, der hat angenommen, Trump marschiert sicher durch und hat sich an dem seinen Rockzipfel gehängt. Und wollen wir mal sehen, ob das Ganze nicht in einem fürchterlichen Frust endet, wie bei seinem Sohn. Wahrscheinlich hat er die Ladebuchse beim Trump nicht gefunden. Naja, er arbeitet ja an KI-Chips. Also das muss man ja, und an Brain-Controlled KI. Also er möchte gerne die Gehirne direkt kontrollieren, einfach einen Chip für dich und mich und dann sind wir zwei ruhig. Ja, da müsste er aber bei Donald Trump anfangen, weil der ist, was seine Popularitätswerte betrifft, im Abstieg. Und vor allen Dingen das, was er von sich gibt, ist ja völlig blödsinnig. Also, also Trump bräuchte erstmal einen Chip und dann Ja, könnte bin Musk schon ihn wieder. entsprechend programmieren und dann könnte er auch die Weltherrschaft übernehmen und die anderen vier Großen von der GAFA plus X einladen, gerade mitzumachen. Da hätten wir eine schöne Weltregierung. Und alles wäre in Ordnung, bin ich bei dir. Die Können wir. mediale Macht haben sie ohnehin schon. Ne? Ja, das stimmt. Die größten Vermögen liegen bei diesen Herren. Schon schlimm. So, was machen wir dann heute in Deutschland? Also der Herr Nuripur, dieses Frankfurter Platzpatrönchen, ey, der arbeitet jetzt 3 Jahre in der Koalition, war alles nix, vertane Chancen. Ich bin ja entsetzt. Der war noch nie eigentlich ein Linker oder so, also ein richtig Grüner war er eigentlich nie. Der versucht jetzt Absetzbewegungen einzuleiten zu einem Schwarz-Grün, von dem man in Hessen eigentlich ja wissen müsste, dass das für die Grünen nicht besonders gut ausgegangen ist. Und beim zweiten Mal würde es noch schlimmer werden. Auf Ja, wie Bundesebene würde das den SPD-Effekt geben bei den Grünen. bin ich bei dir. Also ich verstehe es auch überhaupt nicht, welche Werte die Grünen noch haben. Also linke Werte haben sie nicht, liberale Werte haben sie nicht, sie haben einzig konservative Werte. Für einige wird sich's anbieten, bei Fritze Merz Mitglied zu werden, dann wäre es wirklich einfacher, ne? Kann man ja anders nicht sagen. Naja, und dann haben wir da noch unseren Koalitionspartner Christian Lindner, da hatten wir gestern. Ja, der buxiert sich ins Aus. F.D.P. heißt ja fast 3% und da gehören sie auch hin. Das ist Also wohl. morgen spielt Lindner keine Rolle mehr. Egal wie. Ob die Grünen aussteigen, weil sie sagen, nö, mit denen ist nicht und Ja. ja. Ich glaube, das schaffen sie. Also das fast 3% wäre Ja. schon gut. Ne? Aber ist ja auch egal. Also sie sind auch Opfer dieser Mobbing-Kampagne von Blöd. Die mobben Wenn seit es nur 3 Jahren. blöd wäre, aber die anderen Journalisten sind ja auch blöd, Ja, Michael. klar. Also einfach draufhauen, Ampel-Bashing seit 3 Jahren. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich habe sowas wirklich noch nicht erlebt in meiner ganzen politischen Zeit. Ununterbrochen. Die können nur Scheiße in der Ampel. Man fragt sich wirklich, was haben die in den letzten 16 Jahren davor gemacht in diesen Zeitungen und Redaktionen? Nur gejubelt und jetzt, wo man ihren Schrott aufdeckt, wird nur draufgehauen. Nur draufgehauen. Also es ist Wenn ja entsetzlich. Schrott da wäre. Es ist aber noch nicht mal Schrott da, weil die haben ja nichts gemacht. Ja, das Nö, ist entsetzlich. allerhöchstens durch das Nichtsmachen ist neuer Schrott entstanden, ja, wo man nicht gedacht hat, dass er da ist. Dass er da sein könnte je. Ja, Naja, du kennst ja den alten Spruch, wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Ne? Das ist, wer sich zuerst bewegt, hat verloren, sagen die Beamten in den Ministerien.
Dafür Geld zu bekommen im A13, A14 Bereich ist schon gut. Ne? Und viele wollen das sicherlich auch Studienrat, weitermachen. Studiendirektor, ja, das. Ah ja. Ich habe ein schönes Buch von Helmut Kohl. Jetzt packe ich aus, heißt das. Ist so ein paar Zentimeter dick und voller leerer Seiten. Ich glaube, Merkel schreibt auch schon an ihren Memoiren. Sie bräuchte eigentlich nur das Cover ändern. Morgen dazu mehr.